Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show oder so. Wir spielen Parapluche auf Deutsch. Eine seelenlose Welt. Ihre Bewohner willenlos. Vom Konsum verwöhnt und doch einsam. Das sorgt für viel Frust, der einen noch einsamer macht. Nur einer ist immer da, das Kuscheltier. Diese Wesen können sich nicht wehren, sie können nicht einmal weglaufen. Ihre Zuflucht ist der Wahnsinn. In der Anstalt des Dr. Kindermann werden diese Wesen behandelt. Aufgrund seiner Forschungsreisen nach Japan müssen Sie ihn vertreten. Viel Erfolg. Oh mein Gott, und das ist die ganze Story. Wir müssen. Ich wollte gerade sagen, ich kann nichts machen. Plötzlich ist der Sound weg. Ah, nee. Okay. Also, genau, hier ist die Anstalt und wir müssen die Leute, die Kuscheltiere, behandeln. Das ist ein kleines Spiel, was ich von früher kenne. Also, als Kind habe ich das gespielt. Ein Therapiespiel von Parapluche. Wenn ihr das googelt, findet ihr das. Ich habe es auch in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr es selbst spielen wollt, ich werde heute nicht alles spielen, sondern klicken Sie auf das Gebäude, um einzutreten. Okay. Hallo Frau. Guten Tag, Doktor. Willkommen in der Anstalt. Die Patienten erwarten Sie bereits. Gehen Sie einfach durch diese Sicherheitstür. Okay, gehen wir einfach mal durch. Genau, das hier sind unsere Patienten. Und wir können uns einen aussuchen. Und ja, ich habe das Spiel mal durchgespielt, aber es ist ziemlich lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber, wie gesagt, ich werde heute nicht alles spielen. Das ist eher so ein kleines Zeigen, was ist und worum es geht. Und vielleicht habt ihr ja selbst Lust, das zu machen, weil das ist eher so eine Art kleines Rätsel, Rumprobierspiel, was man halt selbst machen muss. Was nehmen wir denn zuerst? Wen nehmen wir denn zuerst? Wir nehmen das Schaf. Der Patient steht gleich zu Ihrer Verfügung. So, genau. Dann haben wir hier so ein Patientenblatt. Unser Patient ist Dolly. Hallo Dolly. Therapiestand und sowas. Naja. Jetzt können wir halt gucken, was man so mit ihm anstellen kann, zum Beispiel eine medizinische Untersuchung. Fangen wir doch damit an, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das war erledigt. Wer hat uns jetzt nichts weitergebracht? Machen wir mal eine Traumanalyse. Also, man kann es halt echt mit den Viechern verkacken. Indem man. Guckt da drauf, ja, guckt da drauf. Indem man die falschen Sachen auswählt und so. Und dann sind sie für immer Psycho. Oder noch schlimmer sogar als vorher. Das ist traurig. Ist auch leider wenig Ton. Ich hoffe, das stört nicht, aber ich mache auch keine Musik darunter oder so. Wieso sind vor ihm Fußspuren? Ja. Das ist sein Traum gewesen. Ach so. Hat uns aber nicht so wirklich weitergebracht. Machen mal ein therapeutisches Gespräch. Triggern ist, glaube ich, was Böses, das ist nicht. Jo, alles klar? Ja, steh auf. Jo, alles klar? Sag mir doch endlich mal was. So. Okay. Aber er hat drauf reagiert. Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu triggern. Ich habe Angst davor. Achso.
Oh, ein Knochen. Riecht dran. Oh nein. Wieso erinnert ihn der Knochen daran? Oh. Jetzt können wir vielleicht nochmal die Traumanalyse machen. Und gucken, ob sich was verändert hat. Also das Spiel ist halt einfach echt nur so ein kleines zum Zwischendurchspielen. Nichts Großes. Deswegen kommt's heute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder der Mond. Der Mond vor allem. Schon wieder dieses komische Etwas. Ja, lauf. Das heißt, er lief im Kreis. Die Fußspuren. Huch. Warte. Warte, wo willst du denn hin? Lass mich nicht allein. Hm? Ich finde diese Viecher so süß. Die sind so süß animiert und das sind Kuscheltiere. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh. Jetzt können wir mehr machen und der Therapiestand ist ein bisschen besser geworden. Aggressionsbewältigung. Nein, hör auf damit! Aggressionsbewältigung gut, weil er schlägt sich ja selbst. Ich glaube doch noch, oder? Ich will nichts Falsches machen. Ich will die Viecher nicht verstören. Ja. Verprüge das. Nicht dich selbst! Nein, nein, wehe. Okay. Nein, nicht dich selbst, nicht dich selbst, wehe. Nein. Nein, nein! Ich wusste es. Oh Mann. Nein, ich will das nicht verkackt haben. Okay. Medikamentöse Behandlung. Ich mache mal Medikament. Er ist so unberechenbar, er will sich wehtun. Ganz viele Köpfe. Hm? Jetzt habe ich ihn verstört, oder? Okay, dann machen wir mal Motivationstraining. Motivationstraining. Power Motivating. Lektion 1. In jedem von uns schlummert eine verborgene Kraft. Nur wenn wir tief in uns hineinfühlen, können wir mit dieser Quelle in Kontakt treten. Stellen wir sie uns als Powertier vor. Wir begegnen jetzt diesem noch unbekannten Wesen in uns. Ah, nein, das war das Falsche. Oh, ich bin so deprimiert. Wie wär's mit einem therapeutischen Gespräch mal wieder? Mit einer Socke. Hey, jo, hat sich irgendwas geändert, hä? Spiegel, guck mal, du bist schön. Du bist ein Schaf. Nein, auf! Auf! Oh. Na, oh, ihr habt ihn kaputt gemacht. Oh, es ist verheilt, zum Glück. Zum Glück wächst das nach. Es ist wieder zurückgegangen, toll. Maltherapie.
ich muss mir zwischendurch die Nase putzen. Ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig mit meiner Nase gerade. Ich habe nämlich zu wenig geschlafen und dann läuft sie immer. Oh, sie läuft eh immer, so was soll's. Ja, mal was Schönes. Nein, guck nicht so aggressiv. Was tust du? Nein, 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 nein. Mach das nicht kaputt. Okay. Oh, jetzt geht's ihm irgendwie besser. Sie sieht ja entspannt aus. Oh Mann. Ah, super entspannt, ne? Es hilft nichts, aber es hat geholfen. Okay. Medizinische Untersuchung. Hatten wir eigentlich schon, was soll anders sein, außer wir machen den Reißverschluss vielleicht mal auf. Therapeutisches Gespräch will ich nicht nochmal machen. Was war Beschäftigungstherapie? Habe ich das jetzt schon angeklickt? Habe ich nicht, oder? Dann war das das Einzige, was hilfreich war. Oh. Er stecht dich nicht. Och Mann. Warum tust du sowas? Selbstmord scharf. Hör auf damit! Oh. Ich will eine Traumanalyse machen. Was soll denn jetzt noch helfen, ey? Man kann ja auch Sachen doppelt machen, aber wenn sie durchgestrichen sind, ist das doch nicht gut, oder? Hey du, diesmal bekommst du hoffentlich keinen Spiegel. Nein, nein, noch ein Spiegel. Oh, wie süß. Gut, dass wir sehen konnten, was er gesehen hat. Okay, diesmal ist er verstört. Motivationstraining vielleicht? Ja, ich weiß, Motivation. Wir haben ihn kaputt gemacht. Nein, noch nicht ganz. Aber jetzt ist er wieder normal. Na, jetzt piekst du, jetzt tut er sicher nicht mehr weh. Davor hat er sich die ganze Zeit irgendwie gehauen. Ja. Der ist aber schnell. Also wenn ich ein Psycho wäre und dann plötzlich so eine Beschäftigung bekommen würde, könnte ich nicht zickeln. Wie süß. So wie in seinem Traum. Können wir jetzt wieder eine Traumanalyse machen? Er hat ja dieses Nilpferd da gesehen im Traum. Vielleicht mache ich da Musik ganz leise im Hintergrund. Jetzt hat er die Socke auch dran. Ja. Nein. Ja, lauf weg. Wem. Oh, da ist wieder das Nilpferd. Oh, oh, oh. Nein. Es hat sich verändert. Es verändert sich. Hm? Ein Knochen! Tadam. Ich frage mich, wessen Knochen da einfach im Wald rumliegt, ey. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob das hilft, therapeutisches Gespräch, aber könnte
Kannst du aber versuchen. Hey, jeder hört auf zu streiten, Mann. Hey, jeder hört auf zu streiten, Mann. Was für ein Penner. Du bist ja ein Arschloch. Okay, dann medikamentös. Und tschüss. Stich rein, stech rein. Oh, voll in die Nase. Oh. Oh, das ist schon irgendwie süß. Voll gemein, so ein Kuscheltier. Zur Hälfte Schaf, zur Hälfte Wolf. Ist das nicht gemein? Schläft er auch? Das war die Operation. Motivationstraining. Machen wir nochmal Motivationstraining. Power Motivating. Lektion 2. Der sichere Ort. Wir stellen uns den sicheren Ort als Burg in unserem Innersten vor. Hierhin können wir uns zurückziehen. Denn kein anderer hat hier Zutritt. Voll gemein, die bringen hier gar nichts. Um diese Festung immer erreichen zu können, fertigen wir uns einen magischen Schlüssel. Diesen Ort und den Schlüssel weihen wir nun mit einem mächtigen Zauber. Du. Ja, jetzt ist uns der absolute Schutz jederzeit sicher. Okay. Machen wir nochmal Traumanalyse. Traumanalyse ist irgendwie sowas, was man immer machen sollte. Glatze. Wolfi. Komm zu mir. Na los, setz dich zu mir. Hallo. Na du. Knochen. Hat er sich eingesteckt einfach. Tschüss. Nein, warte. Ich hätte Angst vor diesem Wolf, der guckt böse. Aber er hat ja auch Angst. Ja. Nein. Nein. Oh. Er wurde als Spielzeug für einen Hund benutzt. Ja, Arme. Und er kriegt noch Lob dafür. Oh, wie traurig. Aber das bedeutet, sein Kumpel ist nicht schuld. Sein Typ da, der in ihm wohnt. Trigger. Lass uns was triggern. Ja, oder nicht. Ha. Oh, wie süß. Ja. Okay.
Okay. Ja. Oh. Oh. Ja. Oh Mann, ey. Was für ein süßes Spiel. Und jetzt sind die Freunde. Auch das ist süß. Ja, du bist frei. Du bist geil, Mann. Du bist nicht mehr Psycho. Tschüss, Dolly. Tschüss, Dolly. Da ist er. Da rennt er. Ja, Freiheit. Tschüss. Okay, und damit haben wir einen ganzen Patienten geschafft in 20 Minuten. Hä, was ist mit seinen Haaren? Voll. Oh, was ist da mit ihm los? Naja. Mehr will ich auch gar nicht zeigen. Wir wollten nur so ein bisschen rein oder zeigen, wie das ist oder was es ist. Und ich fand das Spiel früher irgendwie voll süß. Das habe ich eigentlich ganz gerne gespielt und ja. Man kann auch immer wieder von vorne anfangen und so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob sich das speichert. Hier oben vielleicht. Ich weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall ist es sehr lustig und ich wollte es mal gezeigt haben. Und ja. Wenn ihr vorbeischauen wollt, hier in diesem Spiel, könnt ihr den Link in der Beschreibung anklicken. Und sonst, ja. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.